Erste Rubrik ist bester Manga. Und da haben wir uns Hilfe geholt von Animex. Bitte den Tobias Kaller auf die Bühne. Ja, hallo Tobias, ihr habt uns auch diesmal wieder geholfen mit einer Internetabstimmung. Ja. Macht auf Animex.de, unsere Internetseite, abgestimmt haben ungefähr 2200 Leute. Man musste nicht alle Preise vergeben, also alle persönlichen Wertungen vergeben, muss man dazu sagen. Was wir auch gemacht haben, wir haben es ein bisschen gewichtet, weil man meint, sich auszukennen und nachdem man seine Stimme ein bisschen gewichtet, das hat sich, denke ich, für ganz gut. Und die Preisträger noch vor 2 Jahren nicht drauf gekannt, oder? Wir haben das von vornherein ausgeschlossen, also dass man sozusagen den Preis nicht nochmal gewinnen kann. Ob jetzt das denn so geworden wäre, das kann ich nicht. Okay, dann gucken wir, was wir für ein Ergebnis haben. Bester Manga aus Japan, Asien, Black Butler. Danke für den Schmier, Tobias. Black Butler, was ist das für eine Sache? Black Butler kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich weiß nur, das ist natürlich eher für die Damen, ist was? Ah. Einer von euch da hinten. Dann haben wir Bleach. Und dann haben wir One Piece. Dann können wir uns den anderen mal wieder an, in welche Richtung das geht. Wir folgen dem Thema, da gehen wir auf sie. Das hatten die starken Männer und auch der Wiki Gachi. Monkey D. Ruffy entert alles mit einem Satz. Und One Piece von Japan bekommt heute seinen Schatz. Ja, nicht immer überall rum, gibt es schon ganz viele Taschenbücher. Also interessanterweise, also es gab in Japan 1997 bei uns auch schon 2001 raus, das ist also eine der absoluten Klassiker der Mangas, würde ich sagen. Nach wie vor eine der allerstärksten Serien, ist inzwischen dort im 62. Band. Und also es geht also einfach eine sehr verrückte Piratengeschichte. Ja, Piraten, also ein lang verstaubtes Image, das ist dann vermeintlich von Pirates of the Caribbean rausgeholt wurde, wieder aus dem Quatschwagerei. Vorher gab es noch einen Manga, den One Piece, und der hat das Piraten-Image da schon ganz toll aufgefrischt. Hauptdarsteller uns auch gehört, Monkey D. Ruffy, er würde gerne unser Pirat werden, er sucht sich ein Schiff, seine Crew, ist immer auf der Jagd nach dem großen Schatz von One Piece. Und das ist einfach eine Geschichte mit lauter mehr oder weniger schrägen Feinden und abenteuerlichen Geschichten und wunderbaren Charakteren. Das sollte man gut auch mal lesen. Den Preis kommt dem Leben entgegen, die Nora Kia vom Karlsen-Verlag. Hallo Nora. One Piece von den Fans gewählt wurde und weil es auch eine der Manga-Serien mit den treuesten Fans ist. Vielen Dank. Ja, viele Europäer und auch deutsche Manga-Fans geworden und gelernt haben, Mangas zu zeichnen, haben wir wieder eine neue Kategorie eingeführt, nämlich den besten deutschen Manga. Da sind ja dann auch viele neue Teilnehmer da, wie zum Beispiel, die hier nominiert sind. Gothic Sports von Engel Kind, Zug ist Story von Anna Hollmann und Sturmelfete, die Rückkehr von Ben Kürk. Was ist es denn dazu sagen, Anna? Die Mangas von Japan kennt bei uns jedes Kind. Lustig, dass man auch bei den Deutschen von Hint das Lesen beginnt. Doch die sowas zeichnen, ist ein ganz kleiner Kreis. Darum freut sich die Anna Hollmann für Stupid's Theory über den Preis. Story ist praktisch die deutsche, eine deutsche Übersetzung eines ganz bekannten Manga-Teilschau ist ein Schurmel-Teilschau, weil sich anbahnende Liebe zwischen zwei sehr unterschiedlichen Schülern, die eigentlich noch gar nichts davon wissen, von ihrer vielleicht später großen Liebe.
Und ich würde sagen, also wir haben uns das angeschaut, ich denke mal, die Anna Hollmann hat da insofern mit zu Recht also auch die Abstimmung gewonnen. Was uns besonders freut als Animex, genau das würde ich jetzt mal sagen, der Manga ist ursprünglich schon 2004 entstanden und wurde dann auch auf unsere Webseite hochgeladen und wurde da auch am Anfang bekannt gemacht und hat dann sozusagen schon die ersten Erfolge schon gefeiert. Und uns freut es natürlich, dass wir dann als Animex zumindest dazu beigetragen haben, dass Tokyo Pop, das ist nämlich der Verlag, das dann aufgegriffen hat und im August erscheint da auch schon der dritte Band jetzt. Vielen Dank. Und dann wollen wir den Joachim Kaps von Tokyo Pop auf die Bühne bitten, der den Preis stellvertretend für die Anna Hollmann entgegennimmt. Der schöne Zahn, er wollte einen wichtigen familiären Entwurf. Ich soll nur noch mal ganz schön von Anna Hollmann grüßen lassen. Sie hat sich sehr gefreut. Das ist nun schon der dritte Preis, den sie für Students Learning bekommt, nach dem Sondermann in Frankfurt oder dem Manga Media Award. Was glaube ich schon zeigt, dass sie ein gutes Produkt hat. Ich habe immer viel Thema. Auch schöne Grüße von dir. Ja, und weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Wir haben jetzt den besten nordamerikanischen Comic, haben wir gemacht, um Kanada nicht zu auszuschließen. Was macht er dann in der Region? Ja, All-Star Superman von Grant Morrison und Frank Whiteley. Essex Country, Geschichten vom Land, erschien bei der Edition 52, Fables, ein Bestseller, eine Dauerserie, hier steht zwar Vertigo, aber bei Panini auch bei uns veröffentlicht worden. Das sind die drei Nominierten. Ander? In Nordamerika hat man sich mit Comic-Helden gerühmt, doch nur ein paar wenige wurden echt weltberühmt. Der heutige Preis zu den Textern und Zeichnern gehen. Vielen Dank an die gebürtigen Schotten für All-Star Superman. Ja, vielen Dank, Gerhard, dass du mir die Mühe gemacht hast. Okay, danke auch. Ja, ich bin jetzt doch so ein bisschen nervös. Ja. Ich muss leider ablesen und kann jetzt nicht so frei halten. Auf jeden Fall All-Star Superman von Grant Morrison und Frank Whiteley hat gewonnen. Es wirkt tatsächlich einer meiner Lieblingscomics der letzten, meiner liebsten Superhelden-Comics der letzten 10 Jahre. Superman ist der Mann von morgen. Sein erster Auftritt war 1938 in Action Comics Nummer 1, geschaffen von Jerry Siegel und Joe Shuster. In All-Star Superman schildert der schottische Autor Grant Morrison die letzten Tage Supermans, der durch seinen Erzfeind Lex Luthor an einer Art tödlichen Virus erkrankt ist. Klingt eigentlich nicht wahnsinnig neu, immer wieder dieselbe Geschichte. Morrison flechtet viele altbekannte Charaktere des Superman-Universums in die Geschichte ein und lässt diese in einem neuen Licht erscheinen. Ähnlich wie es Alan Moore anstellt, wenn er eine neue Serie neu definieren will. Schildert Morrison die Geschichte so, als wenn es diese Superhelden wirklich geben würde im realen Leben. Moore ist überhaupt das große Vorbild für Morrison, wie für die meisten anderen britischstämmigen Autoren wie Nolan und so. Ihr merkt, ich bin großer Alan Moore-Fan. All-Star Superman ist sogar fast ein Plagiat von Alan Moore. Er hat eine Superman-Story 1986 gemacht mit dem Titel Was wurde aus dem Mann von morgen? Er ist ebenfalls bei Panini erschienen und auch sehr empfehlenswert. Manche Motive ähneln sogar einigen aus Moores Miracle Man. Also, was ist an diesem Band Besonderes, dass er in Amerika 2 Eisner und 1 Harvey Award einheimste? All-Star Superman ist der beste Alan Moore-Comic, der nicht von Moore ist. Er geht viel tiefer als der über 20 Jahre alte Alan Moore Superman-Zweiteiler. Die Figuren wurden auf originelle, bisher nie dagewesene, liebevolle und gleichzeitig ernste Weise ausgearbeitet. Superman und seine Welt wirken erstmals glaubhaft.
All-Star Superman ist für mich der beste, schönste, gefühlvollste, gleichzeitig auch witzigste Superman-Comic, der jemals gemacht wurde. Von der Geschichte wie auch von den Zeichnungen. Eigentlich habe ich mir den Band erstmals nur wegen den Zeichnungen gekauft, zumal ich Morrison nicht mit allen Arbeiten überzeugen kann. Moderne Superhelden-Comics orientieren sich im Moment scheinbar mehr an Filmen. Der aktuelle Iron Man zum Beispiel, der wirklich spannend ist, habe ich gemerkt, wirkt zum Beispiel eher wie ein Storyboard mit fast fotorealistischen Zeichnungen, die in erster Linie dazu sind, die Geschichte zu transportieren. Individuelle Zeichner werden selten für Topseller engagiert. Auf den ersten Blick wirken die Zeichnungen vieler Comic-Künstler ähnlich. Allerdings gibt es einige herausragende Ausnahmen. Und einer davon ist eben der Zeichner, der Schottin von Quality, der genauso wie Morrison in Glasgow geboren wurde. Seine erste ziemlich surrealistische Serie, Flex Metallo, für DC Comics und wohl auch erste Zusammenarbeit mit dem Texter Grant Morrison, der leider nie auf Deutsch erschienen ist und auch in den USA nicht nachgedruckt wurde, fiel mir damals sofort auf. Das war 1996. Quietly ist kein Studiozeichner, wie in Amerika üblich. Er tuscht seine Zeichnungen selber und sein Strich wird immer handgemacht. Persönlich etwas krakelig, fast wie etwas realistischer Robert Crumb oder Chris Ware. Ein Zeichner, der stilistisch auch bei Reprodukla Avant Verlag herauskommen könnte. Sehr klar gezeichnet, trotzdem detailreich, sehr haptisch, greifbar, fühlbar und ausdrucksstark erzählt. Quietly die Geschichte, ohne jemals reißerisch zu werden. Wie gesagt, mein Lieblingscomics der letzten 20 Jahre. Ich muss noch was sagen, der Herr Grothaler kam vor einer Stunde zu mir und hat mir gesagt, dass gestern oder vorgestern Gene Colan gestorben ist. Ich weiß nicht, viele kennen ihn, glaube ich. Ich habe ihn sehr gemocht, muss ich sagen. Er hat für Marvel Comics Daredevil gezeichnet, Captain America, Captain Marvel hat er, glaube ich, die erste Figur herausgebracht. Er hat schon für DC Comics gezeichnet in den 50er Jahren und Atlas. Ein großes Vorbild für mich. Ja, danke schön. Ja, den Preis nimmt wieder der Michael Dorzer vom Planetenverlag entgegen. Das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen
bisschen den Trick, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wussten seit Oktober letzten Jahres, dass Bambo Guarnido unser Gast beim Comic Festival wird und haben uns da sehr gefreut, weil in der gleichen Zeit auch eben der vierte Band von Black Sabbath rausgekommen ist, was tatsächlich einer der erfolgreichsten Comics in Frankreich ist. Im Januar haben wir dann Juanjo und Juan in Angoulême persönlich kennengelernt und haben uns dann auch sehr gefreut, dass beide zusammen unsere Gäste sind und uns besuchen werden. Und spätestens da habe ich natürlich gehofft, dass wir auch die Möglichkeit bekommen können, denen irgendwo den Pinkpreis zu geben. Allerdings haben wir keinen Beschiss gemacht. Wir haben uns überlegt, welche Comics tatsächlich die 10 bedeutendsten waren für uns, die entsprechend aus dem Expertengremium, und haben die ganz fair allen vorgeschlagen. Der Pengpreis wird ja auf 3 Kanälen im Grunde entschieden. Hier gibt es eben 2 Internetforen, in denen abgestimmt wird. Und zusätzlich gibt es eben auch noch eine Expertenrunde, was ein Verteiler von meiner ist, wo viele deutsche Journalisten, Comiczeichner, Comicprofessionelle daran tätig sind, die hier ihre Stimme abgeben konnten. Tatsächlich habe ich dann, als wir die ersten Ergebnisse bekommen haben, aus den Internetforen gedacht, oh Gott, so ein Ärger, jetzt habe ich Guarnido hier eingeladen und vielleicht kann ich ihm auch nicht mehr den Preis geben. Guarnido und Canales lagen in allen 3 Kategorien auf dem 2. Platz. Und das hat dann trotzdem dafür gereicht, Erster zu werden. Also insofern, Juan, als ich dich abgeholt habe, haben wir uns ja ein bisschen unterhalten über Fußball und du hast gemeint, naja, ich wohne ja in Madrid und seitdem Barcelona die Nummer 1 ist, interessiere ich mich nicht mehr für Fußball. Vielleicht ist es ein ganz gutes Zeichen, dass wenn man 3-mal die Nummer 2 ist, auch die Nummer 1 ist. Aber jetzt noch ein bisschen was zu Black Sabbath. Als Kind habe ich die Romane von Dashiell Hammett und Raymond Chandler geliebt. Insofern war ich eher geschockt als erfreut, als ich gesehen habe, dass es plötzlich ein Hard-Boiled-Comic mit Katzen und anderen Fabelwesen gibt. Und habe zu meiner Schande viel zu lange gezögert, das Ding tatsächlich in die Hand zu nehmen und zu lesen. Ja. Spätestens dann, als Jan Reiser uns mal die Zeichnung von Guarnido noch mal genauer gezeigt hat und eben auch gesagt hat, warum er Guarnido so schätzt, habe ich gedacht, vielleicht sollte ich ja doch Guarnido und Canales mal eine Chance geben. Und das war auch der richtige Zeitpunkt. Guarnido und Canales sind wirklich der Hammer. Der Comic ist unglaublich. Es ist eine Mischung aus Film Noir. Jeder Charakter ist wundervoll dargestellt. Und vor allen Dingen die Wahl der Tiere, die hier auftreten, sagt auch sehr viel über die jeweiligen Comic-Charaktere, die hier verwendet werden. Man spielt mit Klischees, die im Film Noir stattfinden. Man findet Anspielungen auf Batman, aber alles in allem ist es wirklich ein wunderbarer Comic, der wie ein Jazz-Song durchläuft. Als solches ist es natürlich auch wunderbar, dass der vierte Black Sabbath in New Orleans spielt und hier natürlich dann auch in der Jazz-Szene. Wir freuen uns besonders, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, hier Zeichner und Texter zu Gast zu haben. Und insofern möchte ich natürlich euch jetzt gerne auf die Bühne bitten. Juan Juan, it's yours. Fantastic, thank you very much. Dankeschön.
time here in Germany, and we can start better than today. Thanks to our publisher here, Carlsen, who published Blacksas just from the very first moment, at the same time the original French edition. I think I hope we can go back very soon. Thank you. Auch 10 Werke von den beiden hängen, die Sie sich unbedingt noch anschauen sollten, wenn Sie das nicht schon eben längst gemacht haben. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir eine letzte Kategorie, wo der Preisträger noch nicht übermittelt wurde. Es ist der beste deutsche Comic. Qualifiziert haben sich Castro von Reinhard Kleist, bevor ich es vergesse, in der Burgstraße im Kulturreferat der Stadt München. Dort dürfen wir damals zuerst mit dem Comic Festival gastieren. Das ist eine sehr schöne Ausstellung mit Originalen von Reinhard Kleist, aus dem Werk Castro unter anderem. Dann haben wir Faust von Flix. Flix war heute hier mit einem Fernsehteam, ich weiß nicht, wer jetzt noch hier ist. Und dann haben wir Hamann von Hermeta und Isabel Kreitz. Ja, dann haben wir, was haben wir denn noch? In Hannover an der Leine, rote Gasse Nummer 8. Und der Meister wird daheim, Hartmann, der schon manche umgebracht hat. Hartmann hat auch einen Gehilfen, Kranz ist der junge Mann. Dieser jochte mit Behagen alle kleinen Mädchen an. Warte nur ein Weilchen, bald kommt Hartmann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeinchen und macht Hackefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest den schmeißt er weg. Wir machen da alle 4 Wochen eine Rubrik zum Bereich Comics. Die ist unschrittig, oder? Das geht immer so weiter. Da sagt keiner, das ist Comics. Natürlich für Hammer gestellt, klar. Das war das Zünder. Ja, das war natürlich, wahrscheinlich war es deswegen. Ja, das wollen wir mal hören. Gut, also unvergesslich, Götz George, der Todmacher von Romuald Kamanka. Wer da steht, ein Unschuldslamm aus der Hölle, ein Teufel im Spießergewand, der Männermann, der Albtraum der Inflation. 1923 war kein gutes Jahr für Deutschland. Hunger und Lebensmittel glaubt man bürgen das Land und Fritz Hamann wirkt junge Männer zu Tode. Kleidung und Fleisch verkauft er nach einem Test an den jungen Friedel Rothe, der bereits 1918 stattfand, findet sich Hamann auch in der beeindruckenden Grafiknovel von Herr Meta und Isabel Greiz von Februar 1923 bis Juni 1924 inmitten eines Blutrausches wieder, der bis heute zu den spektakulärsten Kriminalfällen der deutschen Justiz gehört. Nicht ohne Grund. Hamann arbeitete, nachdem er früh den Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft auf Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt in Richtung Halbwelt verlassen hat, als Spitzel für die Polizei. Dass der schon öfters wegen sexueller Übergriffe auf Knaben beschuldigte Hamann, ausgestattet mit einem Polizeiausweis, als Kriminaler nachts am hannoverschen Hauptbahnhof junge Männer aufgriff und dann in seine Wohnung schleppte, störte den damaligen Polizeiapparat wenig. Im Gegenteil, Hamann galt als wichtiger Informant. Und bei den niederen Rängen auch als verlässlicher Lieferant von
Fleisch und getragene Herrenkleidung. Per Meter hat großartige Recherchearbeit geleistet, manche chronologischen Abläufe dramaturgisch versetzt oder verdichtet und damit eine spannende Erzählung abgeliefert, die dem spektakulären Fall gerecht wird und im Gegensatz zur Darstellung des Innenlebens aber den Totmarktgeschehen für einen gesellschaftskritischen Blick das direkte Umfeld des Mörders und den verantwortlichen Polizeiapparat kennt. Dieser wird Kreis gelangen, und möchte fast sagen, wie immer, Bilder von großer Tiefenschärfe, bei nüchterner und realistischer Betrachtung des Zeitgeschehens, Kultur, Architektur, Mode und Mimik. Frau Kreis ist eine wunderbare Illustratorin deutscher Geschichte, mit einer historischen Spürnase ausgestattet, bis nur wenige Chronisten unserer Zeit vorweisen können. Deshalb geht der Preis das beste deutsche Comic zurecht an Per Meter und Isabel Kreis. Also,
Also gab ich ihm eine Informationsquelle preis, die nicht einem Reiseführer entsprang, sondern einer Comicreihe. Du, lieber Helmut, weißt sicherlich schon, welche ich meine, nämlich die drei Musketiere. Deinen 1954-55 ersten selbstgeschriebenen und gezeichneten Comic. In einem der Abenteuer schicktest du die Akteure nach Venedig und hast für mich recht anschaulich die Stadt erklärt. Mit Ansichten aus der Vogelperspektive, Stadtkleben und den detaillierten Erklärungen, wo sich die Musketiere gerade aufhalten. Und das zu einer Zeit, als Comics von selbsternannten Kulturgütern für minderwertiges Zeug gehalten wurden. Ich habe aus ihnen fürs Leben gelernt. Danke dafür. Meine besten Zensuren hatte ich nämlich in meiner Erdkunde und Geschichte und das ist mit deinem Verdienst. Danke. Als du dann 1960 mit Hilde, die hier an deiner Seite sitzt, nach New York umgezogen bist, um einen Posten als Kurator des Metropolitan Museums anzutreten, hast du selbst dabei noch Comics gezeichnet, und zwar deine Passion, den Winnetou. Und so nebenbei hast du mir damit Kamei-Nagel gebracht, den ich bisher, warum auch immer, gemieden hatte. Zusatzbilder und Texte zum Leben der nordamerikanischen Indianer begleiteten deine Interpretation der meisten Texte, die bis heute ihresgleichen suchen. Aber meist danke. Kürzer halten, da der Heiner mir in den Nacken setzt, gab es da hier noch so ungefähr rund 100 Seiten Stichworte, aber die überspringe ich jetzt alle mal und komme zum Ende meiner kleinen Rede, in der ich dir meinen Dank für dein Comics-Lebenswerk ausspreche und meinen herzlichen Glückwunsch zur längst überfälligen Ehrung und der damit verbundenen Preisverleihung. Und danke auch an die Veranstalter, die das endlich fertig gebracht haben. Herzlichen Glückwunsch.